whisky.de. Treffpunkt Feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Heute habe ich eine ganz neue Whisky-Serie für Sie, und zwar Carnmore nennt die sich. Und die stammt von einem Unternehmen namens Morrison & McKay. Ja, wer ist jetzt das? Morrison & McKay sind unabhängige Abfüller, die verschiedene Serien an unabhängigen Abfüllungen auf den Markt bringen. Und eine davon ist die Carnmore. Und im Speziellen gibt es eine Carnmore Celebration of the Cask Serie. Da habe ich Ihnen mal diesen Bunner Heaven vorgestellt. War sehr interessant, sehr alt, sehr reif. Und Morrison & McKay kennen wir schon von einem anderen Abfüller, und zwar von C&S Dram Collection mit seinen Senior Dram und Regional Drams. Dahinter verbirgt sich Andrea Caminacci, und der lässt beim Scottish Liquor Center nördlich von Perth seine Whiskys abfüllen, unabhängig abfüllen. Und wenn man da so hört, Morrison, kennen wir den Namen nicht. Ja, Morrison kennen wir, und zwar von Morrison Bowmore. Und da gibt es auch eine Verbindung. Und zwar 1963 ging die damalige Bowmore-Brennerei pleite. Und zwar ein William Grigor hat es da in den Sand gesetzt. Und die Stanley P. Morrison Limited hat also dann dieses Unternehmen gekauft. Und das macht das Besondere von den Black Bowmore-Fässern aus. Die waren nämlich aus dem ersten kompletten Produktionsjahr von Morrison, von Stanley P. Morrison. Ja, und als die Bowmore jetzt die letzten 64 Jahre verkauft hatte, ist also nun von den Anfangsjahren der eigentlichen Morrison Limited nun kein Fass mehr übrig. Dann 1987 haben sie sich in Morrison Bowmore umbenannt, weil Bowmore die größte Brennerei war, und Glengarry und auch Toschen, die damit dazugehören, nicht so wichtig und große Stückzahlen damals verkauften. Da hat man also lieb gerne den Bowmore-Namen mit in den Firmennamen hineingenommen, weil die Brennerei schon ganz schön lange berühmt war. Ja, und 1994 haben sie an die Japaner verkauft, ging es an die Suntory-Gruppe. Und die Morrisons sind ja nicht einfach von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt hat also ein Erbe oder ein Sohn, Enkel, vermutlich Enkel, Sohn, weiß ich nicht. Also ein Erbe oder ein Nachfahre, ist besser. Von diesen Morrisons hat sich also jetzt mit diesem Scottish Liquor Center selbstständig gemacht. Beste Verbindungen. Und hier haben wir nun die neue Reihe der Carnmore Abfüllungen, die zum Zeitpunkt dieses Videodrehs vom The Whisky Store exklusiv in Deutschland vertrieben werden. Wollen wir schauen, wie es da weitergeht, ob die Serie sich so weit durchsetzt. Ja. Da gehen wir ein bisschen in Vorleistung. Wie reiht sich diese Serie jetzt ein in das ganze Gefüge von dem Scottish Liquor Center? Nun, da haben wir auf der einen Seite die ganz einfachen Dram Regional vom Andrea Caminacci und der C&S-Serie. Die sind vergleichsweise einfach gehalten. Dann kommt als nächstes die Carnmore, die sind nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, 46 Volumenprozente abgefüllt. Mittleres Alter, das heißt so 15 bis 17 Jahre. Und dann kommen die C&S Dram Collection mit Fassstärkeabfüllungen, vergleichbarer Alter. Und darüber liegt dann die Carnmore Celebration of the Cask Serie mit deutlich höherem Alter, 30, 33, 35 Jahre. So, da passen die sich also nun ein. Sind deswegen auch vergleichsweise günstig, weil sie halt nicht in Fassstärke sind. Ja, und weil wohl die Morrison & McKay vergleichsweise gute Beziehungen in die Branche haben. Und deswegen sind diese Abfüllungen nun ein Stück weit älter als die normalen Einsteigerabfüllungen in unabhängige Abfüllungen oder der unabhängigen Abfüller, die mittlerweile schon manchmal schon einstellig mit dem Alter werden. Also 8, 9 Jahre hat man jetzt schon gesehen. Die Nachfrage ist hoch, und so freut es uns, dass diese Carnmore-Serie jetzt 15 bis 17 Jahre alt hat und Einzelfassabfüllungen sind. Ja, auch noch wichtig. So, nun kommen wir zu dem ersten, den ich hier probieren will. Das ist ein 15-jähriger Ben Nevis aus dem Sherry Butt, 1996 destilliert, 2012 abgefüllt, 15 Jahre alt. Er gab 700
67 Flaschen. No chill filtered, no added color, 46 Volumenprozente. Diese wirklich dunkle Farbe findet man nicht. Nun, das kann in verschiedenen Sherry-Sorten liegen, die da verwendet werden. Und vielleicht ist es ein Refill-Fass, aber ich glaube, Refill schreiben wir drauf, bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, sie schreiben das drauf. Und da habe ich jetzt hier eine kleine Probe. Und die ist jetzt am 31.05.2012 hier auf das Mini-Fläschchen draufgezogen worden. So, ne? Naja, den Mini muss man nicht wirklich so zumachen. Stellt man zur Seite, dann sieht man das Etikett auch besser. Ein bisschen drehen müssen wir noch. Ben Nevis selber als Brennerei gehört auch den Japanern, einem anderen Konzern, den kann ich mir nicht merken, wie der heißt, liegt an der Westküste Schottlands. Und da in der Nähe, gar nicht weit entfernt, gibt es einen Berg mit Namen Scarmore, wie die Serie heißt. So, ich weiß nicht, 600, 700, 800 Meter hoch, irgendwie so. Deutlich niedriger als der Ben Nevis, der ja als Berg oberhalb der Brennerei thront. So dass wir wenigstens hier eine Nähe zwischen Namen und Region haben. Hui! Das soll ein 46% sein. Der ist aber ganz schön rass. Da zieht's einmal in die Nase rein. Ja, ist aber nicht so der Alkohol, ist mehr die Würze. Und zwar die Würze der europäischen Eiche aus dem Sherryfass. Früchte oder sowas finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Das heißt, diese starke Würze, das erinnert mich so an Ingwer, an Pfeffer. Und ganz weit dahinter vielleicht Weintrauben, Trockenbeeren. Und dann werden die Gewürze vielschichtiger. Tja, was es nun ist, schwer zu sagen. Ja, lassen Sie mich probieren. Hat ja was drin. Boah, scharf. Ja, und dann zack, ist die Schärfe weg und die Würze bleibt da. Boah, Eiche hinterher. Ja, so was habe ich noch nicht erlebt. Dagegen ist der Talisker Weichspülpackung. Der 10-jährige Talisker gilt als immer mit seinem Chili-Catch. Hat jemand ein Video für Sie. Als ein wirklich scharfer Vertreter. Scharf jetzt nicht alkoholscharf, sondern würzig scharf. Und der hier, boah, der hat es aber in sich. Ja, ha, mal wieder was gelernt. So was habe ich noch nicht gehabt. Schauen Sie zu, das sind alles Einzelabfüllungen, limitierte Anzahl an Flaschen. In diesem Fall waren es 767 Flaschen. Das Video habe ich jetzt Mitte 2012 gedreht. Bis Weihnachten 2012 sollten die durchhalten und ich vermute mal, man hat also mehr als ein Fass liegen, dass man dort dann mit einer weiteren Abfüllung rechnen kann. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten.